أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج Willkommen liebe Zuschauer. Wir haben heute in unserer Sendung Gewagte Frage einen besonderen Gast. Zum ersten Mal haben wir einen ehemaligen Islamisten zu Gast, quasi einen Ex-Terroristen. Sein Leben und seine radikale Gedanken machten einen Wandel durch und die Liebe Christi hat ihn komplett erfasst. Herzlich willkommen, Bruder Walid Shu'aibat. Guten Tag, Bruder Rashid. Walid Shu'aibat nahm nicht nur Jesus zum Herrn über sein Leben an, sondern schrieb auch mehrere Bücher wie Why We Want to Kill You, Warum wir euch umbringen wollen, und Why I Left Jihad, Warum ich den Jihad aufgab. Er beteiligte sich auch an mehreren Dokumentarfilmen wie Obsession, also Besonnenheit, sowie auch Islam, What the West Need to Know, was der Westen über den Islam wissen muss. Viele bekannte Fernsehsender wie CNN und Fox News führten Interviews mit ihm. Er nahm auch an einigen internationalen Konferenzen teil, wo er auch viele Vorträge hielt. Heute zählt er zu den bekanntesten Terrorgegnern. Bruder Walid, gibt es noch etwas, was wir über dich wissen sollten? Ich möchte gerne diese gewaltige Veränderung, die mein Leben durchdrang, betonen. In unserer islamischen Welt lernen die Kinder, den Tod und nicht das Leben anzustreben. Von der Bibel aber lernte ich, das Leben wertzuschätzen. Und wie Jesus uns lehrte, sollten wir Leben retten und niemanden den Tod bringen. Ich würde mal zuallererst ein paar Auszüge aus der Dokumentation, die Sie zum Thema Islam, What the West Need to Know erstellt haben, vorführen. In dem Moment, wo man dem Tod entgegensteht, was ich auch erlebte, ich schaute dem Tod ins Auge, fühlt man sich verwirrt zwischen zwei verschiedenen Anforderungen. Einerseits will man den eigenen islamischen Pflichten nachgehen und andererseits legt man Wert aufs eigene Leben. Irgendwann überwindet die eine Anforderung die andere. Radikale Moslems entscheiden sich grundsätzlich für den Tod, ja für den Selbstmord. Mein Cousin wurde in der Gegend vom Haus Juda getötet, sowie auch andere Verwandten von mir im Kampf gegen die Israelis starben. Was für ein Verlust, was für eine Lebensverschwendung, sage ich heute, wenn ich darüber nachdenke. Wie entstanden die ersten Terrorgedanken das erste Mal bei dir? Meine ersten Terrorgedanken entstanden bereits in der Kindheit. Mir kommt ein Lied in den Sinn, das wir täglich in der Grundschule sangen. Wir lieben die Araber, die Juden aber sind unsere Hunde. Ich war damals 4, 5 oder 6 Jahre alt und wusste gar nicht einmal, wer die Juden sind. Damals begriff ich nicht, was ich da mitsang. Warum dieser Hass? Ich ging zu meinem Vater und fragte ihn, wer die Juden sind. Sie sind Affen, Schweine, antwortete er. In allen Lebensbereichen und zu jedem Anlass wird zum Dschihad und Kampf aufgefordert, im sozialen wie im geistigen Leben, in der Studienzeit und in den Freitagspredigten. Anfangs schrieb ich auf Wänden Sätze revolutionären Charakters. Ich nahm an Al-Aqsa-Demonstrationen in Jerusalem teil, die wie üblich nach den Freitagspredigten von Akram Sabri erfolgte. Vor meinen Augen fielen junge Leute und ich sah, wie sie starben. Ich war schon mal festgenommen worden und im Gefängnis lernte ich einen Terroristen kennen. Er übertrug mir eine Aufgabe. Ich sollte einen Sprengstoffanschlag durchführen. Wer war dieser Terrorist? Muhammad al-Mahrawi. Er ist verwandt mit Dalal al-Mahrawi, die 36 Juden in einem Bus tötete. Muhammad al-Mahrawi übergab mir in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem den Sprengstoff, der über die Waqf-Polizeistation nach Bethlehem weitergeschleust wurde. Also die Polizei machte mit.
Ja, sie erleichterten mir den Durchgang nach Bethlehem, um dort die israelische Bank Laoni in die Luft zu sprengen. Hättest du dich dabei selbst in die Luft sprengen müssen? Nein, nur die Bank. Damals gab es noch keine Selbstmordattentate. Die Idee der Selbstmordattentate kam erst durch Jahdi Ayyash. In der Bank sah ich arabische Kinder, die ich nicht töten wollte. Ich stellte den Sprengstoff aufs Dach der Bank und sie explodierte 5 Minuten später. Erst dann begriff ich, dass ich zum ersten Mal meines Lebens Menschen umbrachte. Bist du danach nach Hause gegangen? Ja. Du bist also nicht festgenommen worden? Nein, es war mein Geheimnis. Erst dann begriff ich, dass ich all diese Toten auf dem Gewissen habe. Unglaubliche Gewissensbisse. Mein Vater fragte mich dauernd, was mit mir los sei und warum ich nicht essen und trinken wollte. Wolltest du nach diesem Vorfall noch andere Menschen umbringen? Danach ging ich nach Amerika. Es war im Jahre 1980 oder 81. Damals unterstützte ich die palästinensische Fatah-Organisation. In Amerika trat ich den Moslembrüdern bei und wir erhielten dort eine Dschihad-Ausbildung. Und was hattest du für eine Aufgabe als Moslembruder? Missionierung. Die Zusammenkunft von Gläubigen fand in den Kellern von Wohnhäusern statt. Die jungen Leute übten dort Karate und machten andere Trainings, um die jungen Leute für den Dschihad vorzubereiten. Wozu? Dschihad gegen Israel, gegen Amerika und gegen den Westen. Ich möchte jetzt gerne noch einen weiteren Ausschnitt aus deinem Dokumentarfilm vorführen. Während des Golfkrieges arbeitete ich in einer amerikanischen Firma. Wenn deren Mitarbeiter die Fernsehnachrichten verfolgten und wir erfuhren, dass ein Scud-Rakete Riad traf, waren alle traurig und besorgt. Und wenn die Rakete ein amerikanisches Militärlager traf, äußerte ich den Amerikanern gegenüber mein Beileid und Mitgefühl. Ich bemühte mich sehr, meine wahren Gefühle zu unterdrücken. Im Auto aber, auf dem Weg nach Hause, schrie ich mehrfach und laut, Allahu Akbar. Gott ist groß, ein Spruch, den man sagt, wenn die Feinde getötet wurden. Im Auto hörte mich keiner. Meine Wohnung war in einem Hochhaus, das von Arabern aus dem Nahen Osten bewohnt war. Wir konnten zusammen jedes Mal jubeln, Allahu Akbar, wenn ein Amerikaner getötet wurde. Wir konnten uns in meiner Wohnung problemlos darüber freuen. Und vor den Amerikanern zogen wir ein anderes Szenario durch und täuschten sie. Das muss der Westen wissen, dass die radikalen Moslems in Amerika Menschen für den Dschihad gewinnen und trainieren. Und sie können dabei immer Anpassung vortäuschen. Würdest du bitte diesen Beitrag kommentieren? Unsere Loyalität gilt nur dem Arabismus und nicht der Wahrheit. Wir sind krankhaft rassistisch. Das müssen wir zugeben. Wir hielten die Christen und die Nichtmuslime für minderwertig und uns für was Besseres. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die je unter den Menschen hervorgebracht worden ist. Sure 3, Vers 110. Alle anderen sind eine Stufe unter euch. Ja, Menschen zweiter Klasse. Ja, und dann werfen wir den Westen vor, Verschwörungen gegen uns geschmiedet zu haben. Tatsache ist aber, Verschwörungen gibt es bei uns mehr als im Westen.
In der islamischen Sozialisierung lernt man, dass das Lügen in drei Fällen bestattet ist. Unter anderem im Falle von Dschihad. Wenn ein Moslem sich in westlichen Kulturen aufhält, befindet er sich gezwungenermaßen in einer Dschihad-Situation gegen den Westen. Also darf er die Leute dort belügen. So verfahren auch die meisten islamischen Institutionen im Westen, wie die American Muslim Council Scare oder Councils of American Islamic Relations in America. In arabischer Sprache aber schreien sie, passt auf Juden, die Armee Mohammeds kehrt zurück. Es wird euch genauso gehen, wie es dem jüdischen Stamm Khaybar erging. In jeder Hinsicht, nachdem ich Christ geworden bin, wurde mir bewusst, dass wir Moslems krankhaft lügen und krankhaft stolz sind. Es hat ganz sicher mit dem Glauben zu tun. Der Islam unterscheidet immer zwischen Moslems und Nicht-Moslems. Und die Umgangsformen sind dementsprechend unterschiedlich. Du hast auch von deiner Kindheit und Sozialisation gesprochen. Ein Kind hat in der Regel keine Terrorgedanken. Und du meinst, dass die Anfänge deiner Terrorlaufbahn bereits im Kindesalter begannen. Also, das Problem ist eindeutig in der Religion. Ein Absolvent der islamischen Theologie von Al-Azhar lehrte uns über die letzten Tage und was dann geschehen wird. Der jüngste Tag käme erst, wenn eine Vielzahl Muslime die Juden überwinden. Als der Prophet Mohammed gefragt wurde, wo das geschehen soll, antwortete er, in Jerusalem. Deswegen widmeten sich die Moslems von Jerusalem dieser Aufgabe zu, nämlich das Schlachten der Juden. Im Koran, Sure 3, Vers 169 heißt es, und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn. Wie haben sich deine Gedanken geändert? Ich habe eine Mexikanerin geheiratet, die katholisch war. Wie es sich gehört, habe ich versucht, meine Frau zum Islam zu konvertieren. Es ist die Aufgabe eines jeden muslimischen Ehemannes. Meine Frau fragte mich, weshalb sie es tun sollte. Weil die Bibel verfälscht ist. Die Juden verfälschten das Alte Testament und die Christen das Neue Testament, antwortete ich. Wo sind denn die Verfälschungen? Fragte sie mich. Weiß ich nicht. Erwiderte ich. Ich lasse die Bibel nicht. Wie kannst du denn behaupten, sagte sie, entsetzt. Ich kaufte mir für $10 die Bibel. Ich war voll davon überzeugt, dass der Koran das Superior ist und dass alles andere überschatten würde. Ich begann zu beten und bat Gott von Abraham, von Isaac und Jakob, mir die Wahrheit zu zeigen. Je mehr ich in der Bibel las, desto größer und tiefer wurde die Kluft zwischen dem Gottesbild im Koran und in der Bibel. Einer der 99 Namen Gottes im Koran ist der Arrogante. In der Bibel wird der Teufel als arrogant und hochmütig bezeichnet. Ja, die Überheblichkeit gehört zu seinen Eigenschaften. Auch der Listige und der Todbringende sind in der Bibel Attribute des Satans und nicht vom Gott, wie im Koran. Der Listige gehört nicht zu den 99 Namen Allahs, aber aus einem Koranvers kommt man zu dieser Schlussfolgerung. Es gibt tausende von Gründen, weswegen ich meine Meinung über den Islam ändern müsste. Im Neuen Testament wird das Leben eines Menschen wertgeschätzt. Es geht hier klar um den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen.